Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu diesen Tagesthemen. Angst vor dem Flächenbrand, die Euro-Länder unter Druck. Flucht vor der Dürre, die Katastrophe am Horn von Afrika. Und Geschmack in der Kunst, wie gut ist gut, schlecht und teuer. Europa schlägt neue Töne an, zumindest schon mal ganz leise im Kampf gegen die Griechenland-Krise. Scheint die EU inzwischen fast alle Register ziehen zu wollen, um endlich für Ruhe und Stabilität zu sorgen. Über niedrigere Zinsen und längere Kreditlaufzeiten sprachen die Finanzminister der Eurozone. Selbst, dass Griechenland vorübergehend pleite gehen könnte, wird nun nicht länger ausgeschlossen. Das galt bisher als Tabu. Nun gilt auch Italien als Wackelkandidat und die Finanzmärkte bewerteten die Pläne der Politiker heute alles andere als positiv. Markus Preis. Es ist ein poetisches Bild, dieser Kalender, dieser 12. Juli, diese Ruhe. Doch hier, wo er hängt, an der Börse von Madrid, da herrscht heute Morgen eher Hektik. Ob Aktien oder Staatsanleihen, so ziemlich alles im Minus, ähnlich die Lage in Portugal und im jüngsten Krisenland Italien. Dabei hatten sie doch alles versucht, um die Lage zu beruhigen, Europas Finanzminister. Offen sei die Diskussion gewesen. So offen, dass erstmals auch von einer Pleite Griechenlands gesprochen wurde. Die Europäische Zentralbank möchte einen Zahlungsausfall Griechenlands zwar unbedingt vermeiden, aber wir Minister haben das jetzt nicht mehr ausgeschlossen. Einfach, weil es uns mehr Optionen gibt, um zu arbeiten. Eine teilweise Pleite Griechenlands, ein sogenannter Selective Default. Die Minister gehen damit ein hohes Risiko ein. Denn Investoren fragen sich sofort, ob sie dann anderen Euro-Ländern noch guten Gewissens Geld leihen können. Und genau dieses Geld brauchen alle Finanzminister wie Süchtige ihren Dealer. Deutschland etwa muss sich dieses Jahr rund 300 Milliarden Euro an den Finanzmärkten borgen. Italien ebenfalls. Für Frankreich sind es 280 Milliarden, für Spanien 130. Nicht nur Griechenland braucht also wohlwollende private Investoren. Wir müssen es fertigbringen, ein Modell zu finden, dass die privaten Gläubiger einbezogen werden, ohne dass daraus eine zu große Ansteckungsgefahr entsteht. Doch die privaten Gläubiger, sie sehen nun offenbar selbst, dass es so nicht weitergeht mit Griechenland. Ein Haircut, ein Schuldenschnitt sei nötig, hieß es heute von der Commerzbank. Auf mehr als 50 Milliarden Euro könnte der Privatsektor verzichten, wenn für den Rest der Griechenland-Schulden Europa gemeinsam garantiere. Der erste Schritt wäre das hin zu sogenannten Euro-Bonds oder vereinfacht einer Kasse für Europa. Es ist einer der vielen Vorschläge, von denen wir sagen, wir begrüßen sie und sie sind alle auf der Tagesordnung. Sie werden jetzt alle zusammen behandeln und dann werden wir gemeinsame Lösungen haben. Prüfen, ja. Doch eine Kasse für Europa, das kommt nie, sagen manche Minister. Zumal man dann keine Möglichkeit hätte, Schuldensünder unter Druck zu setzen. Doch die Dimension der Krise würde mit so einer Gemeinschaftskasse deutlich schrumpfen. 152%, so hoch ist der Schuldenstand Griechenlands, verglichen mit der eigenen Wirtschaftsleistung. Und darunter ächzt jetzt ganz Europa. Doch die gleichen Schulden wirken mickrig, vergleicht man sie mit der Wirtschaftsleistung der Eurozone. Es wären dann weniger als 4%. Doch die Minister haben keine Vollmacht für solch weitreichende Lösungsansätze. Stattdessen weiter Trippelschritte. Der Euro-Rettungsfonds könnte jetzt noch flexibler eingesetzt werden, die Kreditlaufzeiten der Hilfspakete verlängert und die Zinsen dafür gesenkt. Ob das reicht? Heute hat Italien den Kopf erstmal über Wasser gehalten. An den Börsen konnte es sich Geld besorgen, wenn auch zu hohen Zinsen. Der Sommer in Rom und Brüssel wird wohl trotzdem heiß werden. Das hat man gesehen an diesem 12. Juli. In Berlin begrüße ich jetzt den Bundesfinanzminister. Schönen guten Abend, Herr Schäuble. Guten Abend, Frau Holz. Herr Schäuble, fast kein Tag in Brüssel ohne Sondersitzungen. Freitag möglicherweise der nächste Gipfel. Die Krise findet bislang offenbar kein Ende. Sie wirken dabei stets ernst, nach außen gelassen, ruhig. Fühlen Sie sich nicht manchmal auch ein bisschen getrieben? Naja, es hat ja keinen Sinn, wenn wir noch Signale der Beunruhigung, der Nervosität senden. Ich glaube, wir haben in unserer Sitzung gestern alles soweit besprochen und auf den Weg gebracht, wie es in der Sache notwendig ist. Jetzt ist die Frage, ob die Märkte das Signal akzeptieren.
Wenn sie es tun, dann haben wir Zeit bis zur Auszahlung der nächsten Tranche an Griechenland. Die ist im September fällig. Wenn nicht, dann mag es sein, dass die Staats- und Regierungschefs noch einmal durch ihre persönliche Zusammenkunft ein zusätzliches psychologisches Signal senden müssen. In der Sache haben wir eigentlich gestern die notwendigen Weichenstellungen getroffen. Und wie viel Gewissheit herrscht bei Ihnen, dass die Sache gut ausgehen kann? Ich glaube, wir sind jetzt auf einem guten Weg, weil wir gesagt haben, das muss in jedem Fall die Schuldentragfähigkeit Griechenlands verbessert werden. Und dazu werden wir auch alle Instrumente, die möglich sind, nutzen. Das muss natürlich sorgfältig auch in der Wirkung auf die Finanzmärkte, auf die Investoren überprüft werden. Aber es ist der richtige Weg. Im Übrigen, Italien, das ja nun auch Gegenstand der Spekulation ist, wird seinen Haushalt auf der Grundlage des Entwurfs des Finanzministers verabschieden. Und dann wird es wieder klar sein, dass die Spekulation ohne einen wirklichen Grund in der Sache ist. Lass uns über Italien sprechen. Genau, die drittgrößte Volkswirtschaft in der Eurozone scheint der nächste Krisenkandidat zu sein. Reicht denn da aber das viel gelobte Sparen aus, dieses Sparprogramm? Oder muss Europa demnächst möglicherweise nicht doch wieder retten mit einem noch größeren Rettungsschirm? Nein, es ist ja so, in der Eurozone muss jeder seine Verpflichtungen einer soliden Haushaltsführung einhalten. Deutschland tut es, das ist ja gelegentlich bei uns auch umstritten. Andere Länder tun es auch. Griechenland hat es zu lange nicht getan. Italien hat eine hohe Gesamtverschuldung. Das ist wahr, aber Italien steht zu den Verpflichtungen, die es übernommen hat. Der Haushaltsentwurf, den uns unser italienischer Kollege Giulio Tremonti erläutert hat, entspricht dem. Und ich glaube, es hat ein bisschen in der italienischen Innenpolitik Diskussionen gegeben, die auch irritierende Signale ausgesendet haben. Ich hoffe, dass das beendet ist. Nochmal ein Blick auf Griechenland. Sie verhandeln über immer mehr Rettungsschirmmilliarden. Was spricht eigentlich dagegen, Griechenland die Schulden teilweise zu erlassen? Lehnen Sie das weiter wie bislang kategorisch ab? Oder ist das eins dieser Instrumente? Das gehört alles in den Katalog der Überlegungen. Aber Sie wissen, dass die Europäische Zentralbank, und die spielt ja eine ganz wichtige Rolle, die ist verantwortlich, dass unser Geld stabil bleibt, was sie bisher so erfolgreich gemacht hat, gesagt hat, wir sollten möglichst einen Default vermeiden. Und ein Schuldenerlass wird eben im Zweifel als ein solcher gewertet. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen noch einmal alles genau anschauen, was der beste Weg ist, um wirklich das Vertrauen aller Teilnehmer in die dauerhafte Schuldentragfähigkeit Griechenlands zu verbessern. Der beste Weg, die Euro-Rettung, ist eben auch ein Wettbewerb um den besten Vorschlag, der wirklich rettet. Jetzt sollen es Eurobonds bringen, hören wir, also gemeinsame Staatsanleihen. Was halten Sie davon? Nein, der Vorschlag, den haben wir schon öfters gehört, der hat den Nachteil, wir müssen in einer Währungsunion, wo die Geldpolitik auf der europäischen Ebene von der Notenbank vollzogen wird, wo aber die Finanzpolitik Sache der Mitgliedstaaten ist, brauchen wir schon Anreiz und Sanktionen, dass jeder Mitgliedstaat seine Verpflichtungen zur finanziellen Solidität erfüllt. Wenn alle dieselben Zinsen bezahlen, dann gibt es keinen Anreiz für eine solide Haushaltsführung. Und das wäre der falsche Weg. Das wäre das Signal, dass der Euro nicht mehr stabil bleibt. Deswegen haben wir immer gesagt, solange wir mit dieser Konstruktion eine gemeinsame Währung haben, können wir das Zinsrisiko nicht vergemeinschaften. Der Euro, so war gedacht, sollte ja auch die starken und die schwachen Länder in Europa zusammenhalten, Europa als gemeinsame Wirtschaftskraft verbinden. Wo stehen wir heute? Ist das Projekt gescheitert? Nein, das tut der Euro. Der Euro ist eine Erfolgsgeschichte. Bei allen Problemen, die wir haben, darf man nicht übersehen. Er hat den schwächeren Ländern wie Griechenland ungeheuer viel Fortschritt in den letzten Jahren gebracht. Und den starken Ländern wie Deutschland nützt er ohne dies unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Unser guter Arbeitsmarkt wäre ohne den Euro lange nicht so gut. Wir hätten sehr viel mehr Arbeitslose, wir hätten eine sehr viel geringere Wirtschaftskraft. Man muss ja sehen, wir hängen ja ganz stark vom Export ab und wir exportieren 60% in andere europäische Länder. Und dadurch, dass wir eine gemeinsame Währung haben, sind wir von Wechselkursrisiken verschont. Und das hat uns insbesondere in den Jahren seit der großen Finanzkrise sehr geholfen. Ja. Vielen Dank, Herr Minister, für dieses Gespräch. Vielen Dank nach Berlin. Und das Gespräch haben wir am Abend aufgezeichnet. Der Wirbel um den Euro schlägt sich auch auf dem Devisenmarkt nieder. Die Kurznachrichten mit Jan Hofer. Der Euro verlor nicht nur erneut gegenüber dem US-Dollar. Auch gegenüber anderen wichtigen Währungen gab er deutlich nach. Mehr dazu von Michael Best.
Die Hängepartie in der Griechenland-Krise verstärkt die Kapitalflucht aus dem Euroraum. Gegenüber dem Dollar ist der Euro erstmals seit 4 Monaten wieder unter 1,40 abgetaucht. Das ist kein Drama. Zum Schweizer Franken jedoch fällt der Euro auf ein Rekordtief. Mehr als 1,60 Franken war ein Euro wert bei Einführung der Gemeinschaftswährung 1999. Seit 2008 befindet sich sein Wechselkurs im freien Fall. 1 Franken 16,50 wird noch für einen Euro bezahlt. Das Gold und die Schweiz sind für besorgte Privatanleger zu beliebten Zufluchtsstätten geworden. Sie fürchten, dass Europas Währung in der Krise untergeht, bringen ihr Geld zu Schweizer Banken, kaufen Staatsanleihen der Eidgenossen oder erwerben Immobilien im Nachbarland. Die Börsendaten. Unter dem Druck der europäischen Schuldenkrise gab der Leitindex DAX heute nach und schloss bei 7.174 Punkten. Im Minus auch der Dow Jones in New York mit 12.446 Zählern. Die HSH Nordbank erhält eine neue Zukunftsperspektive. Die EU-Kommission und die Haupteigner Hamburg und Schleswig-Holstein einigten sich auf ein Umbaukonzept. Dabei dürfen die Länder nach eigenen Angaben ihre Mehrheit behalten. Auch die Schiffsfinanzierung bleibe bestehen. Die HSH Nordbank war während der Finanzkrise mit Milliardenhilfen gestützt worden. Brüssel forderte daraufhin, das Institut neu aufzustellen. Die neue Zentrale des Bundesnachrichtendienstes in Berlin wird trotz des Diebstahls von Konstruktionsplänen unverändert weitergebaut. BND-Präsident Ulau erklärte, das entwendete Material betreffe ein Parkhaus und ein Technikzentrum, nicht aber das Herzstück des Gebäudes mit dem Besprechungsraum oder dem Lagezentrum. Gestern war öffentlich geworden, dass als geheim eingestufte Pläne verschwunden sind. Und wie soeben gemeldet wird, hat die Ratingagentur Moody's irische Staatsanleihen auf Ramsch-Status heruntergestuft. Von einem Ende der Schuldenkrise kann offensichtlich also keine Rede sein. Wenn bei uns mal eine Woche lang die Sonne brennt, dann stöhnen viele bereits über entsetzliche Hitze. Und so mancher Bauer denkt schon an EU-Hilfsgelder für eventuelle Ernteausfälle. Am Horn von Afrika gibt es erst gar keine Ernte. Bei den Bauern in der Gegend, da liegt das Vieh tot auf dem knochentrockenen Acker. Eine unvorstellbare Dürre lässt alles Essbare erst gar nicht wachsen. Vor allem in Somalia. Wer kann, flüchtet sich in das von Kenia an der Grenze zu Somalia errichtete Flüchtlingslager Dadaab. Unser Korrespondent Werner Zeppenfalt war in diesem riesigen Camp, das das Elend kaum lindern kann. Dies sind keine Bilder aus dem Sahel oder aus Darfur. Das hier ist Kenia. Im Nordosten des Landes wuchern Flüchtlingsbehausungen in die staubige Steppe hinein. Tausend und mehr Menschen kommen täglich aus dem benachbarten Somalia herüber, wo alle Plagen dieser Welt sich verschworen zu haben scheinen. Für Fatuma Nur und ihre Familie war Dadaab die letzte Rettung. Zu Hause hatten wir Vieh und haben etwas Land bestellt. Aber alle unsere Kamele, Kühe und Ziegen sind verendet und der Boden war nur noch ausgedörrt. Auf dem Markt konnten wir uns auch nichts kaufen. Lebensmittel sind ja unbezahlbar teuer geworden. Somalia hat jetzt 3 Dürrejahre in Folge erlebt. Das hat dazu beigetragen, dass immer mehr Menschen nach Kenia und Äthiopien fliehen. Doch auch in diesen Ländern selbst sind Menschen verzweifelt auf der Suche nach Wasser und Nahrung, wie hier in Nordkenia. Aber hier herrscht wenigstens kein Krieg. Hilfsorganisationen sprechen schon wieder von einer Jahrhundertdürre, sehen 10 Millionen Menschen in Gefahr am Horn von Afrika. Für das Vieh gibt es längst keine Rettung mehr. Im kenianischen Dadaab leben inzwischen fast 400.000 Menschen. Nirgends nimmt die Krise solche Dimensionen an wie hier im größten Auffanglager der Welt. Registrierung von Neuankömmlingen. Praktisch alle kommen aus dem Machtbereich der somalischen Islamisten. Sie haben sich durch Kampfgebiete geschlagen, Strapazen und Ungewissheit in Kauf genommen, berichtet die Ernährungsberaterin des UN-Flüchtlingshilfswerks. Die Menschen zögern, bis es nicht mehr geht, bevor sie Somalia verlassen. Sie sind dann 2 bis 3 Wochen zu Fuß unterwegs und vor allem die Kinder kommen in schlechtem Zustand an. Die Sterblichkeit im Lager hat sich in letzter Zeit versechsfacht. Weil diese Menschen ihnen scharenweise weglaufen, wollen die somalischen Islamisten jetzt in ihrem Herrschaftsgebiet wieder Nahrungsmittellieferungen zulassen. Vor 2 Jahren hatte Al-Shabaab alle ausländischen Helfer rausgeworfen. Fatuma Khalil ist bitter. Al-Shabaab und die Dürre sind gleich schlimm.
Erst hat Al-Shabaab unschuldige Menschen getötet, jetzt tut es der Hunger. Deshalb sind wir nach Kenia geflüchtet. Geflüchtet in ein Lager, in dem es zwar für Zigtausende kein wirkliches Dach über dem Kopf, aber wenigstens etwas zu essen gibt. Doch das Geld für Medizin und Mais reiche nur noch kurze Zeit. Man brauche dringend 100 Millionen Euro für den Rest des Jahres, warnt der hohe UN-Flüchtlingskommissar. Dass Afrika erneut Elendsbilder liefere, macht den früheren portugiesischen Premierminister beim Ortstermin zornig und ratlos. Wir hatten ja vor der Dürre schon die globale Verteuerung der Nahrungsmittel. Und die Weltgemeinschaft hat trotzdem nicht genug getan, um sich für diese absehbare Krise zu wappnen. Um ein Leiden wie das hier zu verhindern. So entstehen denn tagtäglich neue Notbehausungen in Dadaab. Nach Nairobi und Mombasa ist das staubige Flüchtlingslager inzwischen die drittgrößte Stadt Kenias. Um das Leid im Flüchtlingslager wenigstens etwas zu lindern, sicherte Bundeskanzlerin Angela Merkel heute dem kenianischen Präsidenten 1 Million Euro zu. Kenia ist die erste Station auf Merkels Besuchsprogramm, das manche als ambitioniert bezeichnen, andere schlicht als halbherzig. Kenia, Angola, Nigeria, drei afrikanische Länder in 3 Tagen. Wohl aber ein erstes Signal für die von der Bundesregierung vor kurzem proklamierte Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit Afrika. Peter Schreiber. Nairobi, 3 Millionen Einwohner, die Wirtschaftsmetropole Ostafrikas. Die Hochhäuser bekommt die Kanzlerin am Rande mit, die nahegelegenen Slums nicht. Und die Dürregebiete sind einige hundert Kilometer entfernt. So beginnt der Staatsbesuch mit Ehrengarde und Blaskapelle. Handshake mit dem Präsidenten Kenias. Anschließend geht es ans Eingemachte. Vom Premierminister verlangt Merkel mehr Rechtssicherheit für deutsche Investitionen. Nur dann komme man ins Geschäft. Wir haben der Kanzlerin versichert, dass wir alles tun werden, um die Rahmenbedingungen zu verbessern und die Korruption auszumerzen im öffentlichen und privaten Bereich. Um gemeinsame Zukunftsperspektiven geht es auch an der Universität von Nairobi. Vor Studenten und Professoren stellt Angela Merkel Unterstützung bei der Nutzung erneuerbarer Energien in Aussicht. Erdöl hat Kenia nicht. Dafür aber ausreichend Wind und natürlich Sonne. Nur fehlt es an Geld und Know-how. Deutschland möchte im Klimaschutz vorangehen. Und deshalb werden wir hier auch eine sehr enge Kooperation haben, wenn es um erneuerbare Energien und mehr Energieeffizienz in Ihrem Land, in Kenia, geht. Auch die Vergangenheit spricht Merkel an. Bei den Unruhen nach den letzten Wahlen kamen 1400 Menschen ums Leben, über 100.000 wurden vertrieben. Die mutmaßlichen Drahtzieher sollen sich jetzt vor dem Internationalen Strafgerichtshof verantworten. Das Verfahren in Den Haag bietet nun die Chance, die Zeit der Straflosigkeit zu beenden und die politisch und ethnisch motivierte Gewalt von damals endlich zu ahnden. Den Studenten macht die Rede Merkels Mut. Sie hat von unseren Rechten als Staatsbürger gesprochen. Wenn wir unsere Rechte wahrnehmen würden, kann es die Straffreiheit für Politiker gar nicht geben. Beide Länder können von einer Zusammenarbeit nur profitieren. Gerade die erneuerbaren Energien können für uns von Vorteil sein. Am späten Nachmittag wechselt Angela Merkel die Garderobe. Am Landwirtschaftlichen Forschungsinstitut von Nairobi zeigen ihr Wissenschaftler, wie die Ernährung speziell in den Dürregebieten gesichert werden könnte. Wohlwissend, dass die Wissenschaftler allein den Hunger in Afrika nicht beseitigen werden. Die Afrika-Tour von Kanzlerin Merkel kommentiert Tina Hassel vom Westdeutschen Rundfunk. Da sind sie wieder, die unerträglichen Bilder. Die apathischen Kinder und ausgemergelten Mütter, scheinbar aus dem Nichts flimmern sie in unsere Wohnzimmer, begleitet von den verbalen Superlativen des Schreckens. Auch jetzt spricht die UN wieder von der schlimmsten humanitären Katastrophe der Welt. Genau diesen Bildern hatte Angela Merkel ein neues Afrika-Bild entgegenstellen wollen. Weg vom hoffnungslosen Hilfeempfänger hin zu einer modernen Partnerschaft mit einem Kontinent der Zukunft. Ja, richtig gehört. Afrika bietet nicht nur große Krisen, sondern auch immense Chancen. Die dynamischsten Wirtschaften der Welt befinden sich auf dem schwarzen Kontinent. Das haben die Chinesen längst erkannt. Wenn der Afrika-Trip der Kanzlerin dann doch wieder von Hiobsbotschaften einer neuen Hungerkatastrophe überlagert wird, zeigt dies nur den brutalen Spagat, in dem sich Afrika befindet. Denn es ist beides, Zukunfts- und Elendskontinent zugleich. Und das eine hat mit dem anderen viel zu tun.
Zukunft braucht mehr als gigantische Energiereserven. Sie braucht ein Ende der Korruption, verlässliche Regierungen, Hilfsgelder, die nicht in den Taschen der Mächtigen versickern. Und sie braucht faire Handelsbeziehungen zu gerechten Weltmarktpreisen, die wir den Afrikanern noch immer versagen. Keine Katastrophe kommt aus dem Nichts, auch nicht diese. Doch immer reagieren wir fassungslos und spät, um alles dann schnell zu verdrängen. Ein zynischer Kreislauf. Nur eine moderne Afrika-Politik kann dies durchbrechen. Eine, die dem entmündigenden Spendentropf ein Ende setzt, ohne im Gegenzug nur auf Wirtschaftsinteressen und Absatzmärkte zu schielen. Wenn Kenia zum Beispiel auf deutsches Know-how bei den erneuerbaren Energien hofft und Deutschland mit Solarstrom aus Afrika seine Energiewende vorantreiben könnte, wäre das die vielbeschworene Partnerschaft auf Augenhöhe zum Vorteil beider Seiten. Tina Hassel kommentierte. Dürre, Hungersnöte, aber auch Bürgerkriege treffen vor allem Mädchen und Jungen besonders hart. Millionenfach leiden Kinder in Krisengebieten unter Gewalt, oft weil sie sich einfach nicht wehren können. Ihre Schulen werden zerstört, Jungen zum Kampf mit der Maschinenpistole gezwungen, Mädchen vergewaltigt. Auf deutsche Initiative hin, erstmals unter Leitung von Außenminister Westerwelle, beschloss der UN-Sicherheitsrat in New York heute einstimmig eine Resolution zum Schutz von Kindern in diesen Krisengebieten. Eine Resolution, die Staaten und Banden Sanktionen androht. Deutschland hat in diesem Monat turnusgemäß den Vorsitz des Sicherheitsrates. Eine Kindheit im Kriegsgebiet. Um ihrem Nachwuchs das zu ersparen, nehmen Eltern und Verwandte manchmal den wohl schmerzvollsten Schritt in Kauf, die Trennung von den Kindern. Wenn sie sich die professionellen Schlepper leisten können, die die Kleinen nach Europa bringen. Etwa 100.000 sogenannte unbegleitete minderjährige Flüchtlinge leben dort inzwischen, schätzen die UN. Geduldet nur, komplett auf sich allein gestellt, aber wenigstens zeitweise in Sicherheit. Auch in Deutschland. Michael Naumann hat zwei von ihnen getroffen, zwei Kinder, die ihre Geschichte erzählen. Ein Fußball und eine Wiese. Es braucht nicht viel, um Salim eine Zeit lang fröhlich zu stimmen. Beim Kicken lacht der Zehnjährige, doch wir dürfen sein Gesicht nicht zeigen. Das Jugendamt will den Jungen schützen. Er könnte noch Schulden bei seinem Schleuser haben. Denn Salim ist ein Flüchtlingskind aus Afghanistan. Er kam illegal erst vor wenigen Tagen nach Deutschland. Allein, ohne Verwandte. Mein Vater wurde entführt und ermordet, sagt Salim. Meine Mutter ist auch tot. In Afghanistan herrscht Krieg, deshalb musste ich fliehen. Salim erzählt erstaunlich geordnet für einen Zehnjährigen. Der Junge schildert uns, dass sein erwachsener Bruder die Reise aus Afghanistan organisiert habe. Die Frau des Bruders sei auch dabei gewesen. Gemeinsam seien sie alle mit dem Auto von Afghanistan bis in die Türkei gefahren. Mehr als 3000 Kilometer sind das. Und dann sei Salim ganz allein mit einem Schleuser über Griechenland nach Deutschland geflogen mit gefälschtem Pass. Salims Bruder soll später nachkommen. Natürlich hatte ich Angst vor dem Schleuser, erzählt uns Salim. Ich wusste ja nicht, was mit mir passiert. Hier in Deutschland setzte mich der Schleuser dann am Bahnhof ab. Er hat mir ein Taxi bestellt und ich sollte dem Fahrer einen Zettel geben mit einer Adresse, zu der ich fahren sollte. Mein Geld hat mir der Schleuser abgenommen. Er gab mir ein Telefon und eine SIM-Karte. Ich sollte mit meiner Schwägerin Kontakt aufnehmen. Salims Schwägerin wurde offenbar kurz zuvor auch illegal nach Deutschland geschleust. Sie ist als Asylsuchende in Thüringen gemeldet und könnte, falls sie bleiben darf, Salim aufnehmen. Doch das Jugendamt hakt ein. Solange die Verwandtschaft nicht eindeutig bewiesen ist, wohnt der Junge auf einem Jugendhof. Hier lebt auch Edna, ebenfalls ein Flüchtlingskind ohne Eltern. Als 16-Jährige kam Edna vor einem Jahr aus Somalia, ebenfalls per Flugzeug, mit falschem Pass nach Deutschland. Inzwischen kann sie über ihre Flucht aus dem Bürgerkriegsland sogar auf Deutsch sprechen. Mein Onkel hat alles gemacht. Keine Probleme mit Polizei. Ja. Und was hast du dann gemacht, als du aus dem Flughafen rausgekommen bist? Was hast du dann gemacht? Das ist ein Mann hat uns gekommen und wir waren eine Stadt, aber ich weiß es nicht in der Name. Wer dieser Mann am Flughafen war, das sagt Edna nicht. Sie erzählt nur, dass sie in Begleitung einer Schleuserin geflogen ist. Für die Schleuser ist die Flucht ein illegales Geschäft, mit dem sie Geld verdienen. Den Kindern bringt dieses Geschäft
ein neues Leben. Denn sind keine Eltern ausfindig zu machen, dürfen die Kinder schließlich ganz legal in Deutschland leben, mindestens bis zur Volljährigkeit. Ich will hier mit meinen Verwandten leben. Hier ist Frieden. In Afghanistan herrscht keine Sicherheit. Zwischen den USA und Syrien wird der Ton immer schärfer. Ein diplomatischer Konflikt scheint sich anzubahnen. Mehr dazu jetzt von Jan Hofer. US-Außenministerin Clinton sprach dem syrischen Präsidenten Assad das Recht ab, das Land zu führen. Mit Blick auf die Gewalt gegen die Opposition in Syrien sagte sie, Assad unterdrücke das eigene Volk. Ähnlich äußerte sich das Weiße Haus. Die Regierung in Damaskus wies dies als Einmischung in die inneren Angelegenheiten zurück. Der UN-Sicherheitsrat verurteilte unterdessen die jüngsten Angriffe auf Botschaften der USA und Frankreichs in Damaskus. Einer der einflussreichsten Politiker Afghanistans ist ermordet worden, Ahmed Wali Karzai, ein Halbbruder von Präsident Hamid Karzai. Er war Vorsitzender des Provinzrates von Kandahar und wurde in seinem Haus erschossen. Die Taliban erklärten, sie hätten einen seiner Leibwächter mit dem Attentat beauftragt. Gegen Ahmed Wali Karzai waren immer wieder Vorwürfe wegen Drogenhandels und Korruption laut geworden. 6 Menschen waren bei den sogenannten Mafia-Morden von Duisburg vor 4 Jahren auf offener Straße erschossen worden. Heute wurde der Drahtzieher in Italien zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht im süditalienischen Locri sah es als erwiesen an, dass der 32-jährige Strangio die Morde geplant und zusammen mit 2 Komplizen durchgeführt hatte. Hintergrund war offenbar eine Fehde zwischen 2 verfeindeten Mafia-Clans. Der Rostocker André Greipel hat die 10. Etappe der Tour de France gewonnen. Er sorgte damit für den ersten deutschen Tagessieg. Auf der heutigen Strecke von Aurillac nach Carmaux konnte der Franzose Thomas Vöckler das gelbe Trikot verteidigen. Über den Geschmack lässt sich bekanntlich kunstvoll streiten, erst recht, wenn es um den Kunstgeschmack geht. Ist der Verehrer von Rembrandts Bildern nun ein Kenner mit Stilempfinden und der Fan von digitalen Pixelszenen ein Banause? Hat Kunst immer etwas mit Können zu tun? Und sind rohe Eier auf dem Laufsteg nun Teil einer besonderen Performance oder einfach nur Mist? In Baden-Baden, da können Besucher der Kunsthalle jetzt in der Ausstellung Geschmack, der gute, der schlechte und der wirklich teure, genau darüber diskutieren. Florian Gedin. Früher mal, als Kunst noch in schweren goldenen Rahmen hing, da war man sich in Fragen des guten Geschmacks relativ schnell einig. Jahrhunderte später sind die wuchtigen Rahmen Geschichte und die Debatte über geschmackvolle Kunst ist deutlich komplizierter. In der Kunsthalle Baden-Baden wird sie jetzt geradezu herausfordernd geführt. Es ist so ein Motiv, das in seiner Einfachheit danach schreit, nicht als Kunst eingeordnet zu werden. Und dennoch hängt es hier in einem riesigen 2x3 Meter großen Format, offensichtlich mit größter Aufwand produziert. Malen nach Zahlen, ein Pop-Art-Ponyhof-Idyll. Und was soll das in einem staatlichen Museum? Ein ganzer Ausstellungsrundgang will verwirren mit künstlerischen Grenzfällen. Und hier erahnen wir, was all das soll, inmitten der krass geschmacklosen Modekollektion des Künstlers John Bock. Ein Sammelsurium ästhetischer Tiefflüge. Er zeigt, was passiert, wenn es ausschließlich darum geht, immer wieder auf etwas Absurdes, Neues zu kommen, damit dass es nicht aussieht wie letzte Saison. Am Ende steht man dann so in so eine Wald von Sachen herum, wo man gar nicht mehr weiß, was man damit anfangen soll. Gefällig muss Kunst demnach gar nicht mehr sein. Sie muss etwas auslösen, ganz unabhängig davon, ob wir sie schön finden oder nicht. Das Museum also nicht mehr der Ort für geschmacksbildende Lehrstücke, denn auf geschmackvoll oder geschmacklos kommt es heute ja möglicherweise gar nicht mehr an. Und das waren die Tagesthemen im Nachtmagazin um 0.15 Uhr. Begrüßt Sie heute wieder Kerstin Petri und gleich anschließend jetzt Alexander Lehmann zum Wetter, das recht stürmisch werden wird in den nächsten 48 Stunden. Ihnen noch einen guten Abend, bis morgen.